Die Karl und Veronika Carstens Stiftung sowie ihr Förderverein Natur und Medizin bringen Naturheilverfahren und Schulmedizin näher zusammen. Dazu fördern sie Wissenschaft und Forschung und besonders den medizinischen Nachwuchs. Die Ärztin Birgit Lochbrunner kommt aus dem Nachwuchsprogramm der Carstens Stiftung. Sie hat von der Stiftung ein Stipendium für ihre Doktorarbeit erhalten. Inzwischen arbeitet Birgit Lochbrunner an der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin, an den Kliniken Essen-Mitte, einem der größten Förderprojekte der Carstens Stiftung. Das Zusammenspiel zwischen Naturheilkunde und konventioneller Medizin fasziniert mich seit Anfang meines Studiums. Und ich bin dankbar und finde es großartig, dass ich diesen Zusammenhang hier in meiner täglichen Arbeit umsetzen kann. Denn ich glaube und bin überzeugt, genau das ist das, was die Menschen suchen und auch brauchen. Von der Förderung einer neuen Medizinergeneration profitieren Patienten wie Marianne Plutte. Sie ist so überzeugt von der guten Arbeit der Stiftung, dass sie Mitglied beim Stiftungsförderverein Natur und Medizin geworden ist. Der Verein informiert seine Mitglieder über die neuesten Studien und naturheilkundlich arbeitenden Kliniken. Denn gerade bei langwierigen und chronischen Erkrankungen ist es wichtig, dass gut informierte Patienten gemeinsam mit ihrem Arzt nach den besten Therapieangeboten suchen. Vor einiger Zeit las ich in der Mitgliederzeitschrift, dass Frau Dr. Carstens hier in der Klinik in Essen-Mitte ein Projekt unterstützt mit ihrer Stiftung, das der ganzheitlichen Behandlung der Menschen dient. Ich habe schon einige Behandlungen bekommen und habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel Blutegeltherapie, Wickelanwendungen und das Schröpfen schon Erfolg gebracht hat. Sehr schön finde ich und wichtig vor allen Dingen finde ich hier auch diese Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und den Therapeuten und den Patienten, dass sich Zeit für ein Gespräch genommen wird und dass man das Gefühl hat, angenommen zu sein. Naturheilkunde und Schulmedizin gehen also Hand in Hand. Dafür braucht es jedoch eine solide Grundlage. Dies ist die Aufgabe der Carstens Stiftung. Wissenschaft und Forschung sind unerlässlich, um Therapieverfahren auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass die Ärzteschaft Naturheilkunde akzeptiert und in der Praxis anwendet. Viel in die Wissenschaft investiert hat der Geschäftsführer der Stiftung, Dr. Henning Albrecht. Er stiftete unter anderem seine Büchersammlung. So schuf er den Grundstock für die größte Naturheilkundebibliothek in Europa. Ein Wissensschatz mit traditioneller und aktueller Literatur rund um das Thema Komplementärmedizin. Für die Carstens Stiftung als Wissenschaftsorganisation ist es wichtig, auf dem Laufenden zu sein. Denn unsere zentrale Aufgabe ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung zu Naturheilkunde und Homöopathie. Wir sind davon überzeugt, dass nur so die Alternativmedizin nachhaltig gesichert werden kann. Gleichermaßen wichtig ist uns die Nachwuchsförderung, denn wir wollen eine neue Generation von Ärzten, die in beiden Welten zu Hause ist, in der Schulmedizin gleichermaßen wie in der Naturheilkunde. Das alles kommt unmittelbar der Bevölkerung zugute, auch in Form der vielen Informationen und Patientenratgeber, die über unsere Fördergemeinschaft Naturmedizin zu bekommen sind. Was für Dr. Albrecht die Bücher und Wissenschaft sind, das sind für Dr. Veronika Carstens die Menschen. Sie liegen ihr besonders am Herzen. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens, hat sie die Carstens Stiftung und den Verein Natur und Medizin Mitte der 80er Jahre ins Leben gerufen. Wir machten einen Staatsbesuch nach China und die Mannschaft dieses Flugzeuges hatten sich überlegt, uns irgendwie eine besondere Freude zu machen, so haben sie es jedenfalls erzählt. Und wir flogen über das Himalaya-Gebirge und wir hatten sehr viel Zeit, die Flugdauer war sehr lange, und da haben wir uns mal hingesetzt und in diesem Gespräch sagte mein Mann, weißt du was, ich meine, wir sollten eine Stiftung gründen. Ich habe mir gerade den Stifterverband angeguckt in Essen. Das ist eine tolle Sache. Und dann machen wir mal eine Stiftung für die Anerkennung der Naturheilkunde und Homöopathie.
Damit die Botschaft der Stiftung bei den Menschen ankommt, dafür sorgt der Förderverein Natur und Medizin. Die Geschäftsführerin Dr. Dorothee Schimpf und ihr Team bieten den vielen tausend Mitgliedern einen breiten Service. Etwa Ratgeber und den Kompass Komplementärmedizin, einen Arzt- und Kliniksuchdienst, eine Zeitschrift und den Informationsservice Naturheilkunde sowie eine persönliche Beratung durch einen der Stiftungsärzte. Der Verein trägt neue naturheilkundliche Erkenntnisse nach außen, etwa auf einem der zahlreichen Vorträge oder Themenabende. Oft präsentieren die Projektleiter der Stiftung selbst die neuesten Erkenntnisse auf der Bühne. Weitere Informationen zu aktuellen Terminen, Patientenratgebern und Informationsmaterial gibt es im Internet unter www.naturundmedizin.de und natürlich auch direkt beim Förderverein Natur und Medizin.